Aber ob das jetzt wirklich mit diesen Tischen stattfindet oder nicht, welche Musik spielt man denn jetzt eigentlich so beim Essen, wenn du dich selber drum kümmern musst? Lass uns da jetzt mal drüber sprechen. Ich finde es übrigens eine ungemein wichtige Frage und es gibt auch hier nicht den einen richtigen Stil, den irgendwie man auf jeder Hochzeit spielt. Also es gibt da nicht die Patentlösung für. Gerade Hochzeiten sind so unterschiedlich. Guck mal, auf einem Schloss oder auf einer Schlosshochzeit würde andere Musik eher Sinn machen als in einem Bürgerhaus oder in einem Vereinsheim. Zudem ist doch jede Gesellschaft anders und die Geschmäcker von Brautpaar sind ja auch immer unterschiedlich. Daher ist es empfehlenswert, einfach mehrere Musikstile für das Abendessen anzubieten. Und wichtig ist auch bei der Musik, sie soll wirklich nur im Hintergrund stattfinden.